Kennst du diese Leute, so diesen typischen George Clooney, diesen Robert De Niro, diesen James Bond-Verschnitt, also einfach diese Leute, gibt es auch Frauen davon, die diese unglaublich krasse Ausstrahlung haben, die in einen Raum kommen und alle Leute gucken sie erstmal an, weil sie so ruhig, weil sie so gelassen sind, weil sie wirklich etwas ausstrahlen. Und diese Leute die kennst du vielleicht aus dem Film und aus dem Fernsehen, aber vielleicht kennst du diese Leute auch in deinem Umfeld oder vielleicht merkst du einfach, wenn diese Leute in einen Raum kommen und sofort die ganze Energie, den ganzen Fokus eigentlich auf sich selbst ziehen. Und das sind auch die Menschen, die wir ganz oft beneiden, weil bei ihnen alles total einfach läuft. Ja? Weil sie die Dinge, die sie machen, es sieht nicht nur alles einfach aus, sondern diesen Menschen fällt alles so einfach, weil sie durch ihre Ausstrahlung einfach Menschen in den Bann ziehen. Und heute möchte ich dir verraten, wie du selbst so ein Mensch werden kannst, der Menschen in seinen Bann zieht, durch diese starke Ausstrahlung, die von innen kommt, wie du dieses Strahlen in dir selbst entwickelst. Und wenn du dazu auch noch ein paar ganz konkrete praktische Hinweise möchtest, dann schau auch bei meinem kostenlosen 14-Tages-Crashkurs vorbei. Entweder unten auf den Link in der Infobox klicken oder hier oben. Das Ganze ist komplett kostenlos. Es geht 14 Tage darum, einfach mehr Lebensfreude zu generieren, besseren Draht zu sich selbst aufbauen. Und Charisma und Ausstrahlung ist natürlich eine der Konsequenzen, die dadurch automatisch kommen. Also ich freue mich einfach, wenn du da dabei bist. Erstmal, ich habe dir jetzt schon gesagt, welche Auswirkungen das es eigentlich hat, wenn eine Person dieses Charisma hat. Aber woher kommt denn dieses Charisma? Dieses Charisma ist im Prinzip, wenn man sehr stark bei sich selbst ist, wenn der Fokus im Prinzip auf dir ist und nicht auf dem ist, was in der Außenwelt passiert. Vielleicht kennst du auch diese Leute, mir ist es früher immer in der Disco extrem aufgefallen. Ich nenne erstmal ein Negativbeispiel. Negativbeispiele sind zum Beispiel diese Gruppen, die du siehst, wo alle am Tanzen sind, aber jeder ist irgendwie am Rumgucken. Jeder guckt irgendwie, was machen die anderen und wie bewegt sich der und gucken mich die Leute an. So, ja, das ist ein Negativbeispiel. Keine Ausstrahlung, kein Charisma. Suche im Außen, die suchen die ganze Zeit nach, ja, Wer bin ich? Wer stelle ich da an? Gucken die ganze Zeit, dass man genau dieser Rolle auch gerecht wird. Und dann gibt es die Leute, die einfach total, die einfach nur Spaß haben, die ja diese Lockerheit haben, die einfach durch den Club gehen und gar nicht gucken, wie gucken mich die anderen an oder was machen die anderen, die einfach nur bei sich selbst sind. Und das fällt dir auch in anderen Lebensbereichen auf, nicht nur im Club oder in der Diskothek oder in der Bar oder so. Das heißt, Charisma und Ausstrahlung kommt erstmal davon, dass man sehr stark bei sich selbst ist. Und wenn man sehr stark bei sich selbst ist, dann akzeptiert man sich selbst auch auf eine Art und Weise, die sehr tief geht. Denn immer dann, wenn man im Außen sucht, wenn man so guckt, dann sucht man ständig nach einer Art von Bestätigung im Außen, beziehungsweise man sucht nach mehr im Außen, man sucht nach dieser Erfüllung im Außen. Wenn man aber bei sich ist, dann fängt man an, das, was in sich drin ist, automatisch zu akzeptieren und das da sein zu lassen. Ja, ist auch eine Konsequenz davon, dass man einfach oft bei sich ist, oft tief in sich drin ist. Dadurch wird man einfach ruhiger, dadurch wird man gelassener. Und dadurch kommt automatisch diese Ausstrahlung, weil man anfängt, diesen Draht zu sich selbst aufzubauen. Also Ausstrahlung, Charisma ist im Prinzip auch irgendwo diese innere Connection zu dir selbst. Und da gibt es natürlich ganz viele Wege, wie du diese innere Connection zu dir selbst aufbauen kannst. Eine der allerbesten ist es zu meditieren. Meditieren ist so mächtig, weil du beim Meditieren einfach in dich gehst, weil du dich extrem mit dir selbst befasst und weil dann irgendwann dieses in dir sein, in deinem Körper sein, mit dem Fokus nicht in der Außenwelt, sondern bei dem, was in dir drin abgeht, bist. Und dadurch gewinnst du diese extreme Ruhe, dadurch generierst du diese extreme Ausstrahlung. Wie du weißt, habe ich auch schon ein Buch zum Thema Meditation geschrieben. Es gibt auch schon ein 5 Wochen Intensivcoaching zum Thema Meditation. Das kann man meistens nicht kaufen, weil es ganz oft ausverkauft ist. Solltest du wirklich Interesse haben, schreib mir mal eine E-Mail, da können wir bestimmt auch irgendetwas machen. Ja? Und musst du aber auch nicht bei mir, also es ist nur ein Vorschlag, also kannst du in der Infobox einfach mal gucken, was ich da habe. Ansonsten rate ich dir einfach, nimm dir Zeit für dich selbst, fang an zu meditieren, da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, wie du das machen kannst. Aber mach das, tu etwas für dich selbst, nimm dir Zeit für dich selbst und du wirst merken, dass du mit der Zeit immer gelassener wirst, immer ruhiger und wie du dadurch immer mehr Ausstrahlung auf andere Menschen hast und wie du dadurch
alles, was du willst in deinem Leben, eigentlich komplett automatisch anziehst. So, das war's für dieses Video. Ich freue mich extrem, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, wenn du mir auch einen Kommentar mit deiner Meinung, vielleicht mit einem Tipp, den du noch hast, dazu schreibst oder einfach eine Frage, die du gern von mir beantwortet haben möchtest. Und wir sehen uns dann wieder in einem meiner nächsten Videos. Schau auch mal unten vorbei in der Infobox. Da kommst du zu meinem Buch zum Thema Meditation, kommst zu meinem 5 Wochen Intensivcoaching. Vielleicht sehen wir uns ja auch bald da dann einfach mal. So, jetzt genieß den Tag, fang an zu meditieren. Mein Name ist Sevi Heindl. Bis zum nächsten Video. Ciao.